Hi, hello! Kennt ihr den Typen, der immer so die Videos begrüßt? Dieser. Egal. When someone gives you shit, what do you do? Wir nennen das CDI und bauen so eine LC4 ein. Hast gesehen? Gut. So 1 bis 17 und da geht's dann weiter mit 18 und 34. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich zoome euch da mal rein, bis die Auflösung Schrott ist. Hier sind halt diese Pins. So, und wir haben jetzt hier, Alter, wir haben hier mittlerweile so viel Scheiße drauf, ja, dass man schon fast eine neue Schraube hier einsetzen muss. 1,5 Millionen verschiedene Einpinnen und Durchsteckwerkzeuge. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. 5, da müssen wir rein. Ist das das Video für Montag? Nö, weiß ich noch nicht, wieso. So. Ja, weil jetzt nächsten Montag in dem Video, wenn du noch eins drehst, da wegen der Schätzgeschichte. Dass wir das auflösen, das können wir auch jetzt machen. Ja, komm, ich sag die Gewichte, ich habe ja Fotos davon gemacht. Die blende ich dann mit ein, die musst du mir dann nur im schicken. Ich muss mich jetzt hier kurz eben konzentrieren. Ja, mock das mal. Weiß nicht, ob man das jetzt auf dem Handy sieht. Aber das Steuergerät. Ich blende die Bilder ein, brauchst dich gar nicht mit rumquälen. Guck an, das Steuergerät hatte 666 Gramm, die Batterie 3,142 Kilogramm und der Luftfilter... Kein Kilo, wie manche geschätzt haben, aber 156 Gramm. Also Glückwunsch schon mal an die drei Leute. Da gibt's einen auf meine Mütze, Junge. Junge. Zehner ist nicht viel, aber immerhin kann man sich ein paar Sticker von kaufen. Oder so. Oder ein neues T-Shirt als Anzahlung. Ja, vielen lieben Dank, auch im Namen meiner Familie. Ja. Ich bin gleich soweit. Ich finde das immer nur alles ein bisschen aufregend hier. Obwohl dann, nee, wenn die läuft, ist ja eh egal, weil dann der Kondensator auf jeden Fall 12 Volt hat. Ist ja generell so, wenn Leute sagen, das wird nichts, gerade dann wird das was. Also ja, ich mag das ja auch, wenn Leute sagen, das schafft ihr sowieso nicht und Blödsinn und alles gelogen. Ich stelle mir dann immer das dumme Gesicht von den Leuten vor. Oder die fragen dich dann, wie hat das gemacht, ich will das auch haben. Mhm. Aber ich bin extrem gut, oh, bin ich gut im Namen merken und Gesichter. Und vor allen Dingen YouTube-Namen und so. Wenn ich weiß, dass, was weiß ich was, X-Rider, ich spare mir jetzt den Namen. Wenn der da mal eine Frage stellt, kriegt der garantiert keine Antwort von mir. Aha. Ja, hast du falsch rum? Keine Ahnung, möglich. Jetzt geht's auf jeden Fall. Oh, aber das ist ein Traum jetzt. Oh, das ist ein Träumchen. Sie haut schon mal nicht zurück. Ja. Deutlich besser als vorher. Ja, ja, das ist jetzt Vergaser gerade. Wenn du jetzt die andere CD dran machst, läuft die sofort. Glaube ich nicht. Hast dran? Ja. Schlechter. Das glaube ich nicht, dass das eine Grad gemacht hat. Doch. Meinst du? Ja. Dann gehe ich jetzt auf 11. Ja. Du, dann warten wir, bis wir das Drehding haben, anders funktioniert es nicht. Was ich halt so faszinierend finde, ist, dass die, sobald die Original-CDI da dran ist, auf dem Schlag da ist. Das ist ja noch schlimmer. Dann Abbruch. Sag ja, der Videotitel, die CDI aus der Hölle, ist richtig. Die Vögel fangen an zu quietschen. Das wird so langsam geht das wieder bergauf mit die Wetter. Ich hoffe. Ich hoffe auch. Dann krieg ich Bock, ey. Das rechte Handgelenk zuckt schon. Ich würde auch meine Kopfschmerzen ein bisschen erklären. Ach, hast du auch Kopfschmerzen? Ich habe das immer, wenn so Wetterumschwung auf gut ist, aber das ist halt so ein bisschen nervig. Ich hab, ne? Das zieht mir hier so richtig in den Frontallappen so ein bisschen rein. Rennen wir hier beide mit Rübe rum. Hättet ihr das angemerkt? Ja? Einfach mal zusammenreißen, ne? Habe ich noch Marmelade am Mund? Jetzt geht's hier voran. Hoffen wir. Jetzt schicke ich meinen Cousin, der ist dumm, der macht das. Transparenzmäßig. Ihr habt das ja gerade alles gesehen. Ihr habt gesehen, worüber wir uns gerade hier aufregen. Und ich habe letzte Woche eine E-Mail an motorradstarter.de geschrieben mit der Bitte, mir mit einem Motorradstarter auszuhelfen und mir den für dieses Video zur Verfügung zu stellen und zu leihen. Einfach mal Reichweite ausnutzen. Klaus heißt der gute Mann, der das seit 20 Jahren macht. Der ist mittlerweile 70. Schöne Grüße gehen raus. Ich finde das geil, dass du das immer noch machst und sagst, hier Rente brauchen wir nicht. Der hat uns, wie gesagt, diesen Motorradstarter jetzt für dieses Zinnober, was wir jetzt damit machen werden, zur Verfügung gestellt. Und ich weiß das sehr zu schätzen. Den Link zu motorradstarter.de findest du in der Videobeschreibung. Ob das Ding was kann, werden wir jetzt aber erst zusammen sehen. Nichtsdestotrotz würde ich das gerne erwähnt haben. Ich wäre dem Gerät auch nicht böse, wenn er einen hochverdichteten Einzylinder dann nicht grundsätzlich und immer über OT gefeuert bekäme. Umso erstaunlicher ist es, sollte das klappen. Das nette Paket sieht so aus. Ist einwandfrei verpackt und angekommen. Tonnig schwer. Tonnig schwer.
Lass ich meinen Cousin tragen, der ist dumm, der macht das. Wie heißt du? Ich bin Beton. Weil ich so hart bin. Beton. Ah, nee, I. Oh, nee, I? Das musst du auspacken, wenn Styropor ich hier nicht bin. Oder was? Ja. Du und dein Styropor. Ich kann das nicht hören. Ich habe morgen Herpes, Alter. Ohne Witz. Das geht nicht. Was? Ja, Gut, dass du die Tonspur noch hören musst. Oh, das sieht aber gut verpackt aus. Nur Styropor muss nicht sein. Ja, mein Gott. Ich kann das nicht hören. Ja, aber halt die meisten schaffen es. In einer Linie bleiben. Aufsitzen, dabei sicherstellen, dass das Hinterrad an beiden Wellen ansteht. Mit der Vorderradbremse ziehen, während der gesamte Startvorgang gezogen halten. Fußtaster drücken und MS auf volle Drehzahl bringen. Nur bei Höchstdrehzahl einkuppeln. Bei starkem Drehzahlabfall lässt Kupplung ziehen und Fußtaster lostasten. Nur mit dem nächsthöheren Gang starten. Was wir jetzt damit vorhaben ist, dass das Ding nutzen, um mein Motorrad durchzudrehen, um vernünftig abblitzen zu können, um zu gucken, wo jetzt diese Zündung denn hinrutscht, weil sie ja eben nicht anspringen will, wie ihr gerade gehört habt. Wie schnell dreht das denn? 3000 Umdrehungen. Pet mal rein da in den Arsch. Aber zornig. Ja, nee. Ja, mach das in den Karton, aber nicht mit rumquietschen. Nein, ich mach das hier rein. Weil den Karton brauchst du ja noch. Ja. Aber ich kann das wirklich nicht hören, ne? Wir sind ein bisschen versetzt. Okay. Abgefahren. Ja, wenn ich irgendwann mal Geld über habe, dann will ich mir so ein Ding auch kaufen. Ich finde das Ding hübsch, schwöre. Ich auch, ich finde das auch gut. In Rot-Schwarz eloxiert, Junge. Oh. Kann dann aber was. Das ist auch geil zusammengebaut. So, Sprit raus, da kommt gleich jemand und holt das ab. Nein, Spaß, das verdunstet einfach. Ich würde sagen, wie schnell soll der bitte fahren, bis der das noch mitnehmen kann? Tret da jetzt drauf, ne? Ja, mach mal. Du musst auch die Kupplung kommen lassen, ne? Der Kolben muss sich auch bewegen. Ach ja, der Kolben bewegt sich ja nicht. Okay, Achtung. Sag, wenn ich kann. Ja. Geht los. Ja. Siehst du das, wie unregelmäßig die zündet? Mhm. Die macht ja fatt, Aussetzer, fatt, Aussetzer. Also du hast 4 saubere Zündungen und dann setzt die aus. Jetzt zündet der gleichmäßig, keine Unterbrechung mehr drin. Auch auf dem richtigen Winkel? Er ist genau auf dem richtigen. Gleich ist er nicht mehr gut, hier Haribo-Frösche mit mir essen. Setzt der aus oder nicht? Halt. Oh, Junge. Jetzt hat sie schon wieder zurückgehauen. Jetzt hat sie mich schon wieder zurückgehauen. Wieso springt sie jetzt schon wieder nicht an? Müsste eigentlich noch locker reichen. Die verstellt nicht, oder? Ja. Pass auf euch auf. Machen wir so. Jo. Klaus, danke. Tschüssi, Servus. Ciao. Ist das ein netter Mensch? Ja, Alter. Ist ja alles jetzt schön und gut. Ich gucke mir jetzt hier 10 Minuten dein Video an. Was machst du da denn überhaupt? Erkläre ich dir. Original-CDI, Nachbau-CDI, beziehungsweise Tuning-CDI. Programmierbar. Nicht programmierbar oder nur bedingt programmierbar. Komplett programmierbar. Und das Thema ist, dass diese CDI mit einer Zündkurve ausgeliefert wird, die überhaupt nicht funktioniert. Das Ding schlägt sofort zurück, wie ihr vorhin gesehen habt. Es ist unbrauchbar. Mir tut der ganze Fuß weh von diesen ganzen Tagen Programmieren und Probieren.
Ich bin stellenweise nicht in der Lage, vernünftig zu laufen. Und das ist der Grund, warum wir hier am Probieren und am Forschen sind. Jetzt sind wir ja schon so weit gekommen, dass sie wenigstens anspringt, auch wenn sie jetzt keine Zündung verstellt. Mit Zündung verstellen meine ich, dass sie dann anfängt, früher zu zünden. Das macht man deswegen, damit die Verbrennung immer die gleiche Zeit hat, weil die Verbrennung träge ist. Die Verbrennung braucht immer die gleiche Zeit, aber die Mechanik als solches ist ja deutlich schneller. Und irgendwann muss halt dementsprechend früh gezündet werden, um der Verbrennung die gleiche Zeit zu geben, ihre Kraft zu entwickeln. Oder aber, um die Leistung zu steigern in dem Moment, wo man früher zündet und man quasi in diese Zündung schon rein verdichtet. Das ist natürlich alles dann so eine Abstimmungssache, wo wie genau. Aber wir sind noch nicht an den Punkt gekommen, wo das überhaupt funktioniert. Und das ist das, worum es hier immer noch geht. Weil ich muss die Zündung rausnehmen können, und zwar ein ordentliches Pfündchen, so nenne ich es jetzt mal, damit ich mir meinen Motor nicht hochblase mit dem Lachgassystem. Das ist halt so diese Thematik und warum sich das so lange zieht. Ansonsten könnte ich ja einfach meine originale CDI dran stecken, wo ich noch eine zweite von habe. Bob anmachen, habt ihr ja gehört, einfach durch die Gegend krachen. Aber damit ist es ja leider in dem Fall nicht getan. Ich zeige euch jetzt mal eben einmal ganz kurz am PC, wie dieses Layout von der programmierbaren CDI aussieht. Also Laptop steht da nicht mehr, aber wir machen das drinnen am PC, damit ihr eben einmal so einen groben Überblick habt, wo wir da rumklicken. Im Detail erklären brauche ich euch das nicht, und wenn wohl, dann schreibt es mir in die Kommentare. Dann mache ich ein separates Video nur über die Programmierung und die ganzen Details, die die Zündung auf dem Kasten hätte. Also das, worum es eigentlich gehen soll, ist diese Einstellung hier. Aber ich zeige euch eben einmal kurz, was hier abgeht. Also man kann hier einstellen Limiter, Soft Limiter bzw. Startbegrenzer, sprich Launch Control. Dann kann man hier Multifunktionsmenüs belegen, was man auch immer haben möchte. Startlimiter, Quickshifter. Man kann hier im Prinzip alles reinprogrammieren, was sich das Motorradfahrerherz wünscht. Dann geht es hier um das Motorrad als solches. Dann kann man hier mit Sensoren arbeiten. Das ist die Map als solches. Die kann man sich dann hier zurecht programmieren, wie man sie dann gerade braucht. Theoretisch die zweite Map, also als Alternative zur ersten. Falls man einmal, wie ich, mit Lachgas zum Beispiel fahren will, dann entschärft man das alles ein bisschen. Und in der normalen Map ist dann alles ein bisschen schärfer. Power-Out, falls man irgendwas mit Strom versorgen will. Servo, keine Ahnung, was das ist. Gear, wahrscheinlich für Ganganzeige haben wir nicht. Race ist Quickshifter, und dann kann man hier sämtliche Sachen testen. Dann hat man hier noch Untermenüs wie die Sprache, dass man sich hier die Bedienungsanleitung aufruft, die einem aber nicht weiterhilft. Dann hat man hier Tools, einen zweiten Monitor, dann als Update, wo man das Ganze dann hier COM-technisch, sprich USB, anheften möchte. Und dann kann man hier Sachen importieren, exportieren, bla 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 bla. So. Was jetzt das Thema ist, ist hier unter Bike gibt es die Möglichkeit, die verschiedenen Zündvarianten auszuwählen, sprich 1 Zündung pro Umdrehung, 2 pro Umdrehung, 3 pro Umdrehung oder eben eine für 2 Umdrehungen oder alle 2 Umdrehungen, dass man keinen Polaritätscheck macht. Lange Rede, gar keinen Sinn. Hier wird eingestellt, wie das Fahrzeug dann starten soll. In unserem Fall ist es so, dass wir den Pickup auf Minus polarisieren müssen, ansonsten läuft die überhaupt nicht, hat gar keinen Zündfunken. Hier dementsprechend auch auf negativ polarisieren, dann macht man die zweite Kante aus und stellt das hier auf Start of Lope. Das sind die Settings, mit denen sie angesprungen ist. Mit allen anderen Settings springt sie nicht an, hat keinen Zündfunken oder schlägt zurück. Das haben wir alles durchexerziert, und das ist das Ergebnis von dem Tag, warum sie jetzt anspringt. So, JDs und Lentemen. Ja, stimmt, egal. Es ist jetzt folgendermaßen. Ich habe euch ja quasi gerade gezeigt, was hier in der CDI abläuft. Und nun ist es so, dass sie einwandfrei anspringt. Mit der CDI, also mit der Ignitech in dem Fall, springt sie jetzt einwandfrei an. Quasi genauso wie mit der. Nur ist es jetzt so, dass bei der die Zündung verstellt wird, sprich auf früher, und bei dieser hier eben nicht. Also jetzt, wo das Problem als solches in Griff bekommen worden ist, dass sie nicht anspringt, haben wir jetzt das Problem, dass die CDI einfach die Zündung nicht verstellt. Und kein Mensch weiß warum. Jetzt hat Kasimir eine andere Kurve geschickt, die er mal eben zusammengeklickt hatte, aber auch da verstellt die CDI nicht. Und jetzt ist noch ein Problem dazu gekommen. Der Misthaufen hat wahrscheinlich die Lichtmaschine gerade gegrillt, die neu gewickelt wurde. Also alles in allem funktioniert hier gar nichts. Und dementsprechend müssen wir das Video oder das endgültige Resultat dann
nochmal vertagen, so leid es mir tut. Ich hätte auch gerne jetzt ein Ergebnis gebracht und hätte gesagt, hier, jetzt probieren wir Lachgas aus. Aber so ein Projekt kann sich mal ziehen. Und in dem Fall stellt uns das vor Herausforderungen, die wir nicht lösen können, weil wir davon einfach nicht genug verstehen. Und die Leute, die da was von verstehen, haben dafür auch keine Lösung. Also weiter forschen, weitermachen, weiter rumklicken, neue Zündung einbauen, Dinge tun, damit leben, ist so. Jetzt wird mir die Kamera aber zu schwer an dem einen Arm. Ich belasse es jetzt dabei. Du kannst ja noch ein anderes Video von mir angucken, was ich dir hier vorschlage. Und ja.